Dieses Video wird präsentiert von MMOGA, der Gaming-Spezialist. Wir bieten euch WoW-Gold, CD-Keys, Game-Cards und vieles mehr. www.mmoga.de. Ja, herzlich willkommen zu dieser 74. Beta-Show. Ich zeige euch heute hier den guten Maloriak in Blackwing Descent. Blackwing Descent, für alle Leute, die es nicht wissen, ist eine Instanz hinter dem Pechschwingenhort. Also der Pechschwingenhort ist, also da geht das Ganze weiter. Hier in den Untiefen Nefarian ist, glaube ich, laut Lore-Geschichte irgendwie geflüchtet. Und obwohl sein Kopf aufgegangen wurde, aber er ist halt geflüchtet. Und hat hier ja weitere Experimente durchgeführt. Und der gute Maloriak ist einer seiner Alchemisten. Und der, ja, führt hier für ihn Experimente durch. Und ja, diese Experimente gehen teilweise schief, wie wir später auch sehen werden. Der Kampf an sich, ich werde generell, um auf diese Frage erstmal zu antworten, nicht hier alles zu dem Kampf sagen, weil erstens ist das Ganze noch nicht final. Zweitens bringe ich extra Bossguides raus. Also, falls ihr das noch nicht bemerkt habt oder noch nicht wusstet, ich habe in der Vergangenheit eigentlich zu jedem Boss, den es so in Icecrown gab oder auch in anderen Instanzen, immer einen Guide herausgebracht. So wird es auch in Cataclysm sein, dass es zu jedem Boss einen Guide gibt. Ja, also jedes Mal ein neuer Boss, ein neuer Guide, den ihr dann sehen könnt hier in meinem YouTube-Channel. Daher ist es natürlich auf jeden Fall sinnvoll, diesen YouTube-Kanal zu abonnieren, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Ich habe jetzt hier in der Mitte so etwas ja eingebaut. Wenn ihr auf YouTube das Video schaut, könnt ihr direkt draufdrücken und abonniert mich damit. Also total wenig Arbeit. Ihr drückt drauf und abonniert mich. Das wäre schön. Ich würde mich freuen, denn nicht nur, dass ihr eben die Informationen bekommt, wann es das nächste Mal ein neues Video von Venian gibt. Nein, ihr würdet damit natürlich auch zeigen, dass euch das Ganze interessiert und vielleicht werden dadurch auch noch wieder andere darauf aufmerksam, denn dann würde ich auftauchen in meist abonniert so und so und ja, das ist natürlich immer eine gute Sache für mich und darüber kann ich eben erfolgreich werden. Aus dem Grund bitte abonnieren einfach, denn je mehr Leute dieses Video gucken, das ist dann für mich persönlich freut's zum einen und natürlich auch wegen der Werbung, will ich ganz offen sagen, ist es natürlich von Vorteil, ja, wenn dieses Video öfter angeschaut wird, wie ihr euch sicherlich vorstellen könnt. Ja, aber kommen wir zum Boss zurück. Der gute Maloriak wird jetzt hier von mir hauptsächlich im Moment bekämpft. Die Kollegen aus meiner Gilde hier, vor allen Dingen die Milis, kümmern sich um die Ads. Wir haben gerade eine Phase gemacht, in der wir komplett auf die Ads gegangen sind. Der Kampf insgesamt erinnert ein wenig an den Dragonhawk aus Sulaman. Den solltet ihr kennen, ist ja, ne, der Dragonhawk, der da auf dieser Plattform ist und rechts und links davon sind so eine kleine Plattform mit Eiern, wo kleine Dragonhawks sind. Und da kommen zwischendurch immer Leute drauf, die diese Eier aufmachen und Ads rausholen. Die muss man dann töten, damit nicht zu viele Ads raufkommen. Ja, und wenn man ganz tolles Gear hat, konnte man auch einfach den Dragonhawk runterhauen, die Ads immer sofort umbringen, also die Leute, die die Ads rausholen wollten, sofort umbringen und dann am Ende alle Ads zusammen wegbomben. Ja, das ist hier relativ ähnlich. Also entweder man holt zwischendurch immer mal wieder ein paar Ads raus, denn dann macht er einen Cast, mit dem er die Ads rausholt, oder man wartet bis zum Ende, bis die alle rauskommen. Da gibt es unterschiedliche Taktiken. Wir holen jetzt hier immer zwischendurch einige Ads raus, sodass wir am Ende nur noch zwei Elite-Ads, die auf jeden Fall zu diesem Zeitpunkt kommen, ja, haben, damit wir den Boss hier einfach DPSen können und uns dann am Ende um die Ads nicht kümmern müssen, sondern die werden dann aufgetankt. Es gibt da aber, wie schon gesagt, mehrere Wege. Wir haben das einfach so gemacht. Das kommt dann halt drauf an, wie man es jetzt letztlich macht. Ob man es jetzt so oder so macht, das ist dann die Frage. Ja, das ist halt eben
man überlegt es. Ich glaube, Method hat das ein bisschen anders gemacht wie wir. Ja, wie ich darauf komme, erstmal, dass Method das vielleicht anders gemacht hat, denn das hat mir ja jemand gesagt, der unseren Stream geschaut hat. Ihr habt ja gesehen, oben ist eingeblendet, wie viele Leute gerade momentan zugucken, denn immer wenn wir mit meiner Gilde in Harmony, die kennt ihr vielleicht noch aus PC-Zeiten, raiden, also es ist jetzt nicht ganz exakt dieselbe Gilde, wir hatten ja zwischendurch eine kleine Fusion zu Entropy, aber haben uns jetzt wieder mit einigen Leuten zusammengefunden und wollen nur noch 10er raiden. Und immer wenn ich mit meiner Gilde dann auf dem Testserver oder auch später auf dem Live-Server unterwegs bin, dann mache ich eigentlich meinen Stream an. Das Besondere an unserem Stream ist, dass ihr alles hören könnt, was wir so reden. Also wie wir uns Gedanken zu den Encountern machen, natürlich vor allen Dingen, aber teilweise auch Flames, das ist ganz lustig, ist dann ein bisschen Comedy, also es ist dann keine moderierte Show, wie jetzt zum Beispiel jeden Sonntag, sondern es handelt sich dann da mehr um einen Livestream, den ich auch nicht moderiere. Ich rede nur zwischendurch ein bisschen mit den Leuten, die zuschauen, sondern vor allen Dingen raiden wir da wirklich. Und ja, das ist dann auf vernim.eu und später auch auf unserer neuen Harmony-Page verlinkt. Da könnt ihr dann draufgehen und euch das Ganze anschauen und gucken, was für chaotische Zustände da bei uns herrschen. Teilweise, ich denke, ja, einige Gilden wissen schon, warum sie sowas normalerweise nicht machen, dass man halt eben hören kann, wenn sie raiden. Aber ich habe mir gedacht, wir könnten das mal machen, warum auch nicht? Das ist ja nicht ganz uninteressant, da einfach mal zuzuhören. Ja, jetzt gehen wir hier dem Maloriak dem Ende entgegen. Den haben wir, wie gesagt, besiegt. Den nächsten Boss, den wir gleich sehen werden, haben wir nicht besiegt, aber den hier haben wir besiegt. Und der hat auch was Tolles für mich gedroppt, nämlich einen Agility-Umhang und Lederhosen für Caster. Seht das ja hier im Bild. Könnt ihr ja größer machen, da sollte man das gut erkennen können, was das ist. Und ja, zum Hunter nochmal ganz kurz. Ich habe hier Treffsicherheit gespielt, nicht wie in den vergangenen Tagen Überleben oder Tierherrschaft heißt das andere. Und ja, jetzt kommen wir aber zum nächsten Boss gleich. Der gute Atramedes. Und wie ich schon erwähnt habe, haben wir den nicht getötet. Ja, erstmal lag es daran, dass wir zwischendurch uns zu lang unterhalten haben, wie die Leute im Stream sicherlich feststellen werden. Irgendwie waren wir diesmal sehr, sehr uneins, wie wir das Ganze machen und wie sich verschiedene Sachen darstellen. Und ich glaube vor allen Dingen, das größte Problem war, weswegen wir auch dann aufgehört haben, dass wir alle sehr viel Hunger hatten, weil einige sind halt von der Arbeit gekommen. Ich hatte den Tag noch gar nichts gegessen und so und einige mussten dann auch wieder weg gleich. Da war ein bisschen die Stimmung, sag ich mal, schlecht. Aber naja, wir hatten ihn hier auf, ich glaube, 21%. Werden wir am Ende noch sehen und war eigentlich, ja, dann hinterher klar, was man machen sollte. Es ist auf jeden Fall ein saucooler Encounter. Am Anfang war es uns nicht ganz so klar, was da passiert. Ich kann es euch jetzt auch noch nicht genau bis zum Ende erklären. Ich kann euch nur sagen, dass da oben ist ja eine Bar sozusagen. Also wenn die, das Blaue wird ja immer größer, wie ihr seht. Jetzt zum Beispiel hier kommt da was auf mich zu. Wenn mich das trifft, was da auf dem Boden ist, das macht der mit seinem Schwanz, der so ein bisschen aussieht wie so eine Stimmgabel, wenn ihr euch das mal richtig anschaut. Der Schwanz von dem Drachen, ja, so ein bisschen sieht er aus wie eine Stimmgabel. Und da habt ihr jetzt gesehen, die hat er auf den Boden gehauen und dann kommen da vier so Teile und jetzt hat die mich das eine getroffen und dann wird das in der Mitte, das Blaue, größer und wenn das ganz groß ist, wenn das also den Rand erreicht, dann werde ich sterben, weil dann macht der Drache böse Sachen auf mich. Werden wir gleich nochmal sehen. Zwischendurch wählt er sich auch eine Person aus und bläst die hier mit dem Feuer an, wie ihr gerade gesehen habt. Und ja, das ist auch ganz doof, weil man natürlich davon Schaden kriegt und außerdem steigt ja, das hier, jetzt habt ihr gerade gesehen, wurde ich davon erwischt, ich habe wieder nicht aufgepasst und dann wurde das schon mal ein bisschen größer. Ja, das ist halt am Anfang dachten wir, wenn man sich bewegt, wird das größer, aber war gar nicht so. Und dann jetzt ist das hier so ein bisschen vergleichbar, könnte man sagen, mit Anubarak oder Anubrikan, nee, Anubarak, glaube ich, in PDK, denn Anubarak hat, ja, sowas Ähnliches durchaus gemacht und daher kann man hier sagen, ne, der verfolgt jemanden und da muss man hier das Ganze stoppen. Wie man das stoppt, zeige ich euch im Guide. Und wenn man das stoppt, dann wird das Ganze wieder langsamer und irgendwann kommt er halt auch wieder runter aus der Luft und dann kann man auch aufhören, davon wegzulaufen. Das ist halt so ein Feuer, was einem wirklich verfolgt. Am Anfang ist es langsam, hinterher wird es immer schneller. Wenn man davon erwischt wird, kriegt man natürlich Schaden. Und ja, jetzt habe ich dann hier, gleich werdet ihr sehen, werde ich nicht aufpassen. Und dann werde ich sterben.
jetzt. Ne? Das in der Mitte ist schon relativ groß. Und ich habe ein bisschen zu leise gesagt, dass ich eine. Ja, jetzt habe ich hier. Guck mal, diese Animation, die hat mich so ein bisschen verwirrt. Und ja, da hatte ich das zu leise gesagt, hey, ich brauche einen Release davon und bin dann hier weggelaufen. Aber habe dann doch, leider hat sich das Ganze komplett gefüllt. Und dann, ne, ihr seht jetzt, hat sich das gefüllt. Und dann erwischt es mich und ich sterbe, weil er mich dann auswählt. Das ist halt, er ist blind, müsst ihr euch vorstellen. Und wenn sich das Ganze gefüllt hat, dann kann er wohl die Position komplett genau ergründen und das dann das Problem, das einem dann instant fast umbringt. Ja, das ist einer der Gründe, dass ich hier gestorben bin und hier die Katze, dass wir das nicht geschafft haben in dem Try. Also technisch gesehen haben wir das schon richtig durchgeführt. Leider Gottes haben wir nur ein paar Fehler gemacht bei der Durchführung und aus dem Grund sind wir dann letztlich auch gewiped. Also grundsätzlich gesehen war der Boss eigentlich schon tot, rein taktisch, ja. Aber eben Fehler bei der Ausführung haben dazu geführt, dass er dann doch noch überlebt hat am Ende. Und ist auf jeden Fall ein sehr, sehr cooler Boss, wie alle Bosse eigentlich bisher in Blackwing Descent. Mir haben wirklich diese Instanz sehr, sehr gut gefallen bis jetzt und ich kann euch sagen, das wird eine richtig geile Instanz. Ich meine, natürlich, mit Naxxramas ist das sowieso nicht zu vergleichen, weil ich persönlich kannte die Instanz schon. Ich kannte jeden Boss. Blizzard hatte da auch gar nichts verändert, sondern sie noch leichter gemacht. Daher war ich natürlich von Wrath of the Lich King äußerst enttäuscht, wie 90% unserer Gildenleute. Und ja, von daher sind wir jetzt hier sehr, sehr froh und sehr, sehr gut drauf, weil es einfach sehr viel Spaß macht. Das Ganze und das, ja, läuft einfach wirklich gut. Jetzt, ihr seht, sind sehr viele gestorben. Der gute Boss hat schon, ja, ich glaube 22, 27, ich kann es jetzt gerade nicht genau lesen, Prozent. Und das Ganze wird ja noch weiter runtergehen. Und ja, ne, Gott sei Dank haben wir dann aufgehört. Wir konnten was essen. Ich konnte mir dieses Apple-Event angucken. Aber der Boss ist auf jeden Fall eine klasse Sache. Das macht Spaß. Den Boss zu tryen, genauso wie viele andere Bosse, ist nicht super leicht. Für so einen Normalmod ist genau ein richtiger Schwierigkeitsgrad, wie ich finde. Und ich denke, viele Leute werden da einfach unheimlich viel Spaß dran haben. Jetzt hat er wieder mit dem Schwanz ausgeschlagen, auch, ne? Und da seht ihr, da hinten sind wieder diese Kreise, die auf die Leute zukommen. Also, hat wirklich Spaß gemacht, war ein toller Boss, war einfach klasse. Und ja, ich hoffe, dass wir davon noch einige weitere sehen werden. Und ich werde euch natürlich auch weitere Videos zeigen zu anderen Bossen, die es so noch gibt, ja. Und hoffe, euch hat auch dieses Video hier gefallen. Denn das Ganze geht wieder zum Ende, auf das Ende zu. Ich kann euch nur noch mal sagen, abonniert mich, macht hier Kommentare in dieses Video. Den Daumen nach oben natürlich drücken. Zum Abonnieren habe ich hier wieder etwas ins Bild gezaubert, sodass ihr eben ganz bequem einfach nur noch draufdrücken müsst, wenn ihr denn hier auf YouTube guckt. Und ja, ich danke euch fürs Zuschauen. Bis zur nächsten 75. Beta-Show. Euer Venian.